Evolutionär betrachtet ist es der knöcherne Rest des ursprünglichen Schwanzes beim Tier. Die Mediziner sagen Steißbein dazu. Was eigentlich so lustig klingt, kann aber wahnsinnige Schmerzen verursachen. Und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Mythos Steißbeinschmerzen, Ursachen erkennen und moderne Therapien anwenden. Unser Thema jetzt live aus dem Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz. Begrüßen darf ich Professor Achim Benditz, leitender Arzt der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie. Bevor wir aber sprechen, noch an Sie kurz der Hinweis, sollten Sie Fragen zu dem Thema haben, nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion. Wir bauen das dann hier gleich mit ein. Bis es aber soweit ist, sprechen wir. Professor Benditz, das Steißbein, um es einordnen zu können. Für was ist das Steißbein bei uns im Körper zuständig? Ja, wie Sie ja schon richtig sagten, ist es eigentlich so das Ende des ursprünglichen Schwanzansatzes, als wir noch sozusagen Vierfüßler waren, und ist so auf dem Weg der Rückbildung. Das heißt, so eine richtige Aufgabe hat es nicht. Es gibt so Mythen im Internet, was es alles ist, wer für den aufrechten Gang zuständig und so. Aber unterm Strich, deswegen ist es auch bei jedem Menschen so ein bisschen anders ausgebildet, hat es eigentlich nur so die Funktion des Endes der Wirbelsäule und hat dann auch am Beckenboden so eine gewisse Haltefunktion. Aber so richtig brauchen tut man es eigentlich nicht. Und wenn man so sagt, beim Sitzen, weil viele denken, man sitzt ja drauf, das ist nicht das Sitzbein. Das sind diese Höcker, die man selber hat und seitlich hat im Pobacken. Ja, und das Steißbein ist sozusagen wie so ein Dreibein dazu als Ausgleich. Ja, so könnte man das beschreiben. Und wie sehr schränken Schmerzen in dem Bereich die Lebensqualität der Betroffenen ein? Ja, also wenn man dem Patienten zuhört, extrem. Und das ist genau das Problem, denn sie können ja das Steißbein da unten nicht wirklich ruhig stellen. Das heißt, man sitzt ja immer drauf, jede Bewegung hat dann doch auch in den Pobacken über die Glutealmuskulatur da Zug dran. Und die sind wirklich lebenseingeschränkt. Die können nirgends mehr hingehen, die haben dann, kommen wir vielleicht später noch darauf, oft auch ihr Sitzkissen mit dabei. Allein das ist ja schon so ein bisschen psychischer Druck von außen oder sozialer Druck, wenn ich abends zum Bier trinken ein Kissen mitnehme. Und dann natürlich auch der Schmerz, in der Arbeit eingeschränkt und so. Die stehen häufig, gehen eben nicht mehr zu sozialen Kontakten. Das ist richtig beeinträchtigend und dann oft auch mit einer langen Leidensgeschichte verbunden. Ich würde jetzt vermuten, eine Ursache für Steißbeinschmerzen könnten Stürze sein. Welche Ursachen gibt es noch? Also Stürze sind so in 50% der Fälle beschrieben oder auch bekannt. Ja, die anderen 50%, da reden wir immer von idiopathisch, das heißt, wir wissen nicht, wo die wirklich herkommen, die tauchen einfach mal so auf. Ich persönlich glaube, das wird aber nie wirklich nachweisbar sein, dass immer ein Sturz die Ursache ist, nur dass der Sturz zeitlich auch ganz lange her sein kann, also auch mal 20, 30 Jahre im Versatz. Also in der Kindheit beim Laufen lernen ist dieses Steißbein ja so ein mini kleines Knöchelchen. Und wenn man da ein paar Mal drauf fällt, und diese Steißbeinstücke sind durch Restbandscheiben verbunden. Wenn so eine Bandscheibe einreißt, heilt die nicht mehr. Und dann wächst man damit auf und es ist so eine gewisse Instabilität zu sehen. Oder die ist da, aber der Körper kennt es nicht anders. Und irgendwann dann im Alter, wenn noch ein bisschen Verschleiß dazukommt und dann, was jetzt zum Beispiel, es war jetzt schon so ein bisschen wieder rum, aber in Corona-Zeiten durch Homeoffice, wenn die Betroffenen häufig dann auf nicht so guten Bürostühlen saßen, dann ging plötzlich sowas los, hat es einfach angefangen zu schmerzen. Da war dann kein Trauma erinnerlich, aber trotzdem begann der Schmerz. Ich habe bei Ihnen auf der Homepage gelesen, dass die Zahl der Betroffenen auch immer mehr steigt. Warum ist das so? Hängt wahrscheinlich auch mit dem Homeoffice zusammen? Es hängt mit solchen Dingen zusammen. Es hängt auch damit zusammen, einfach, dass man schon, also ich versuche immer, habe ich Ihnen schon im Vorgespräch gesagt, ich versuche immer Deutschland steißbeinfähig zu machen. Also dass mehrere Leute auch daran glauben und dass da, unsere Überschrift ist ja Mythos. Ja? Also das heißt, es wird häufig nicht ernst genommen, es wird so auf die Psyche geschoben und das ist mir ganz wichtig, dass immer mehr davon hören und wenn man dann viel publiziert, auch in deutschsprachigen Fachzeitschriften und mehr Kollegen davon gehört haben, dann werden diese Patienten auch häufiger oder schneller hergeschickt und dann plötzlich ist diese Dunkelziffer, die ist ja da, weil man redet auch nicht so drüber. Nicht? Welcher Patient geht abends raus und sagt zu seinem Nachbarn, tut es dir auch da hinten weh? Das ist nicht das Gesprächsthema Nummer eins. Und warum trifft es uns Frauen häufiger? Das liegt an dem Geburtsweg. Also häufig sind die natürlichen Geburten ein Auslöser, weil wenn das Köpfchen sich da den Weg durchbahnt, dann kann das Steißbein hinten auch verbogen werden und dann überdehnt und dann kann es da vorübergehend auch diese Schmerzen machen. Also man sagt, Frauen sind viermal häufiger betroffen als Männer.
Wie schwierig ist es dann, den Betroffenen zu helfen? Also wie schwierig ist der Weg zur Diagnose, dass mit dem Steißbein irgendwas nicht stimmt? Ja, das wirklich Schwierige ist, dass der Betroffene, die Betroffene erst mal bei einem Arzt im Lande, die das ernst nehmen und dann sagen, ja, das ist eine Steißbeinproblematik, nicht? Das wird häufig, heißt es, nein, das kommt von der Wirbelsäule, strahlt aus, ist irgendein Bandscheibenvorfall, den es dann da gar nicht gibt. Und wenn man sich überlegt, eine normale Computertomographie oder auch Kernspinnen der Wirbelsäule, wenn man das standardmäßig anfordert, ist das Steißbein gar nicht drauf, das ist abgeschnitten, weil das eben so unwichtig ist, dass es in den Standardbildern gar nicht zu sehen ist. Und dann wird da oft lange so dahin behandelt. Wenn man dann mal so auf den richtigen Trichter gekommen ist, oder die Patienten, die dann hier nach Marktredwitz kommen, also die kommen auch da wirklich deutschlandweit hergefahren, weil ich mich eben seit 8 Jahren jetzt damit intensiv befasse, dann macht man ein spezielles Röntgenbild. Das wird im Stehen und im Sitzen gemacht. Und im Sitzen haben ja die meisten Patienten die Beschwerden. Und dann sieht man da diese Instabilitäten. Und wenn man das dann gemacht hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer, dann einen Behandlungspfad einzuleiten. Sie haben die Behandlung angesprochen. Wie behandelt man die Steißbeinschmerzen im ersten Moment? Ja, also es gibt, wenn man in die Studienlage schaut, viele Versuche. Es gibt jetzt eben nicht so die Massenbehandler. Es gibt immer so kleine, hat einer mal 12 Patienten so behandelt, einer mal 14 Patienten so, mit verschiedenen Alternativen. Ich bin am Schluss, ich habe vieles ausprobiert, zu einem ganz banalen Algorithmus wieder gekommen. Also ich mache diese Röntgenbilder, wenn wir sehen, dass wirklich eine Instabilität da ist und das auch dann klinisch durch Tasten an der Stelle herauskommt, dann gebe ich da eine Spritze hin mit ein bisschen Lokalanästhetikum und Cortison. Das Lokalanästhetikum hat den Effekt, dass wir gleich wissen, es wird, wenn es betäubt ist, tut es nicht mehr weh, dann ist man schon jeder beruhigt, also ich als Behandler und aber auch der Patient, dass wir die richtige Stelle erwischt haben. Und dann noch ein bisschen Cortison, ja, das hat zwar immer so einen schlechten Ruf, aber in den Mengen da lokal macht es nichts. Und das soll eben Ruhe und Beruhigung in den Bereich bringen. Wenn wir uns jetzt wieder an den Patienten zum Beispiel, der lange im Homeoffice sitzt und wo sich einfach hochschaukelt, der Schmerz, dann kann man sich das Cortison den auch wieder runterschaukeln, sage ich mal. Und dann kann der Körper oft damit leben. Es gibt wirklich Patienten, die mit einer Spritze dann eine deutliche Verbesserung haben. Manche kommen regelmäßig zum Spritzen. Und dann kann man da aber durchaus was in die richtige Richtung bewegen. Wir haben im Titel die modernen Therapiemöglichkeiten stehen. Welche gibt es denn? Ja, modern ist, es gibt Versuche mit Stoßwellentherapie, es gibt Versuche, da gibt es ein Nervengeflecht, das Ganglion Impar, das vor dem Steißbein liegt, dass man das verödet, so eine heiße Nadel, die also die Umgebung heiß wird. Habe ich alles schon ausprobiert, aber eben nicht mit dem Durchschlagerfolg wie einfach nur diese Spritze, die Banane, sage ich mal. Deswegen bin ich da immer wieder ein Stück zurückgetreten, sagen wir back to the roots. Wie stehen Sie zum Thema Operieren? Ab wann raten Sie den Betroffenen zu einer Operation? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, da es gar keine Regel gibt, wann muss ich es operieren und wann nicht. Und da habe ich so ein bisschen meinen eigenen Algorithmus entwickelt. Also ich habe jetzt über 200 Patienten, also 212 sind es aktuell, die ich operiert habe. Das ist sicherlich eine sehr große Zahl. Es gibt noch in Norwegen und in Frankreich zwei Kollegen, die schon in Pension sind, die mehr gemacht haben. Und ich versuche meinen Patienten so lange wie möglich konservativ zu behandeln. Also wir haben von den 212, wenn man überlegt, ich habe über 2.500 Patienten gesehen, also das ist unter 10% ist die OP-Rate, so konservativ kann man das angehen. Wenn jetzt wir Patienten sagen, die Spritze wirkt für ein halbes Jahr sehr gut, dann bin ich der Meinung, man sollte die lieber halbjährlich wiederholen und dann kommen die zurecht, weil dann hat man eine sichere Sache und die Spritze selber ist ungefährlich. Wenn die Patienten sagen, das wirkt immer für 3 Wochen super und dann müsste ich wiederkommen, dann ist das natürlich nicht das Richtige. Genau. Und wenn dann eben der Schmerz an der richtigen Stelle ist, die Bilder zeigen, dass es wirklich instabil ist und die Infiltration wenigstens kurzfristig hilft, dann kann man über diese Operation sprechen. Deswegen sollte man so zurückhaltend sein, denn das ist ja keine Garantie, dass dann alles super ist. Also ich habe leider schon so eine Handvoll Patienten, also die Literatur sagt so 10%. Die Quote jetzt hier bei uns ist so ein Tick besser, aber es gibt die, die überhaupt nicht davon profitiert haben, die trotzdem noch diese Schmerzen haben. Und da weiß man dann auch nicht weiter, weil man gar nicht erkennen kann, warum es immer noch wehtut, wenn das an der Stelle ist. Also die Fälle gibt es leider auch. Aber ich würde mal sagen, so 95% der, die hier operiert wurden, die sind danach wirklich super happy. Aber der Weg auch nach der OP ist ein langer. Also es ist nicht so Steißbein raus und schmerzfrei. Es dauert 3-4 Monate im Schnitt, bis diese Wunde da hinten auch in der Tiefe sich so gelegt und an die Sitzposition adaptiert hat,
dass der Patient dann zufrieden ist. Also bei der 6-Wochen-Kontrolle sagen die meistens noch, tut schon noch gescheit weh. Aber das kläre ich auch vorher immer ganz offensiv auf. Weil den Weg muss man gemeinsam gehen. Da muss der Patient dann auch durch. Ja. Das ist doch ein langer Prozess. Mhm. Was passiert denn dann bei der Operation? Habe ich das richtig verstanden, dass das Steißbein dann wie entfernt wird? Genau, das wird einfach. Letztendlich muss man sich vorstellen, es gibt Steißbein besteht aus 2 bis 5 Stückchen und an irgendeiner Stelle, also je nach Patient, ist es jetzt tatsächlich instabil und da wackelt es dann wirklich. Also es gibt welche, die wackeln immer so hinten weg, welche biegen sich nach vorne. Und ich schneide also bei der Operation hinten auf, möglichst klein, versuche so diese Haut an der Po-Falte zu schützen, weil die ja so, die heilt nicht so gut. Also wenn man das so umklappt durch so einen Y-Schnitt. Und dann geht man auf das Steißbein drauf und nimmt eben dort an der Stelle, wo es wackelt, das ist meistens in einem Bandscheibensegment, trennt man es durch und nimmt es dann raus. Also OP-technisch ist das sehr einfach. Also man dauert so im Schnitt eine halbe Stunde und lässt sich gut machen. Ja, also das ist jetzt nicht die Herausforderung. Aber eben diese längere Schmerzphase danach und auch die Gefahr natürlich der Wundheilungsstörung an dieser delikaten Stelle, das ist so ein bisschen die Problemstellung, die man hat. Welche Rückmeldungen haben Sie denn persönlich von den Patienten, wenn dann endlich der Schmerz mal weg ist? Sie haben ja gesagt, oft ein langer Leidensweg vorher, dann auch nach der Operation, die Beschwerden. Was hören Sie da im Alltag? Also unterm Strich natürlich extrem positiv, also bis auf die Handvoll, sage ich mal, bei denen es nicht so erfolgreich war, bei alle anderen. Man hat natürlich mit diesen Patienten gut eine ganz andere Bindung. Also wenn ich eine Bandscheibe operiere, der wird auch gut und geht am nächsten Tag heim und sagt, super, aber das erwartet der Bandscheibenpatient. Der Steißbeinpatient, der hat seit Jahren, also eine meiner Geschichten ist, der Patient hatte 16 Jahre Schmerzen, war Frührentner und war 64. Und den habe ich operiert und der hat nach 6 Wochen gesagt, es ist fast weg. Und wo waren Sie vor 16 Jahren? Ne? Also das sind so, man hat auch, also ich kriege da auch oft dann nette Briefe zugeschickt oder auch mal. Also das ist ein ganz anderes Patientengut, weil die natürlich durch eine lange Leidensgeschichte gegangen sind und dann die Befreiung natürlich eine ganz, ganz andere ist. Man hat einen viel engeren Kontakt mit dieser Patientengruppe als jetzt mit dem Standard-Rückenpatienten. Jetzt sehen das ja vielleicht einige, die in dem betroffenen Bereich Schmerzen haben, sich aber nicht sicher sind, ist es ein Steißbein? Sie haben ja selber auch gesagt, dass es für Experten auch nicht immer einfach ist, da die Diagnose zu stellen. Welchen Tipp können Sie denn den Betroffenen damit auf den Weg geben? Ja, also so der Klassiker, dass es wirklich das Steißbein ist, weil natürlich, wenn man dann liest, da unten muss irgendwas wehtun, es ist wirklich tief zwischen den Pobacken. Also es ist wirklich so das letzte Stück. Das muss einen Druckschmerz haben und die Patienten, die können zum Beispiel nicht so sitzen, wie wir jetzt hier sitzen, so zurückgelehnt. Die sitzen alle immer, ich sage immer, ist der freundlich zugeneigte Patient, weil der stützt sich entweder hier auf den Lehnen ab oder auf dem Schreibtisch vorher, damit er so nach vorne entlastet ist. Wer das sagt, das tut mir gut, dann sind wir schon mal nah am Steißbein. Und dann haben die Patienten gerade in der Anfangsphase eben tatsächlich die Schmerzen nur im Sitzen. Sobald die dann stehen oder liegen, ist es eigentlich passé. Ja? Also da merkt man nichts, weil dann die normale Form wieder erreicht ist. Nur im Sitzen ist es dann eben so abgeknickt. Also das, so kann man sich selber so ein bisschen als Steißbeinpatient einordnen. Wie kann man dann mit Ihnen in Kontakt kommen? Am besten einfach entweder über die Homepage oder natürlich auch über die Sprechstunde. Also ich biete ja hier die Kassensprechstunde im MVZ an, so wie jeder niedergelassene Orthopäde. Sind natürlich die Wartezeiten leider ein bisschen lang, weil ich mich gar nicht teilen kann. Und auch über das Krankenhaus. Also sinnvoll ist immer vorher eine ambulante Abklärung. Also jetzt, wenn man, es gibt diesen akuten Steißbeinschmerz, wo man sozusagen notfallmäßig ins Krankenhaus kommt und dann operiert wird, das gibt es nicht. Das muss sich immer abkühlen, das muss alles so einen geordneten Baden haben, weil das eigentlich ist ja ein langer chronischer Schmerz, den man dann irgendwann behandelt. Ein schneller Weg war ja auch unsere Kommentarfunktion hier beim Live-Talk. Da gucke ich mal ganz kurz zu meiner Linken. Dankeschön. Ja, es sind 3 Fragen sind reingekommen. Zum einen fragt die Jelena nach einem Sturz und Wirbelbruch und 2 darauf folgenden Operationen hat sie noch immer Schmerzen. Ob Sie da helfen könnten? Ja, wenn schon also ein Wirbel sogar gebrochen ist, kann es ja oft auch sein, dass eben das Steißbein mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Das müsste man im Einzelfall dann eben anschauen und gerne einen Termin in der Sprechstunde ausmachen. Also wenn der Schmerz wirklich da unten ist, was mal sein kann, dass man eben nur oben auf die Hauptwirbelsäule schaut und dann unten das kleine Stück vergisst. Und dann könnte man schon helfen. Aber das muss man natürlich jetzt im Einzelfall live anschauen. Die Anna fragt, ob es spezielle Physiotherapeuten gibt, die sich mit der Problematik auskennen.
Eine sehr gute Frage. Es ist schon umstritten, wie viel Physiotherapie oder was da wie helfen kann. Also man kann da schon tatsächlich auch durch physiotherapeutische Mobilisation einigen Patienten helfen. Es gibt eben zwei unterschiedliche Arten der Instabilität. Das eine zieht sich eben eher durch so eine vermehrte Spannung der Muskulatur nach vorne ein. Und da kann der Physiotherapeut gut tätig werden. Aber meistens ist da eine rektale Behandlung notwendig. Und da gibt es nur wenige Physiotherapeuten, die sich dann da auch drauf spezialisieren. Manche, für die ist das genauso Neuland wie für viele Ärzte. Und dann gibt es aber welche, die das machen. Dann noch eine Frage zum Cortison, über das wir gesprochen haben, dass da regelmäßig gespritzt werden kann. Die Karin fragt, wie oft denn dann überhaupt das Cortison gespritzt werden darf? Ja, das hängt immer so ein bisschen ab, was man für ein Cortison nimmt und welche Dosis natürlich. Ja, aber dadurch, dass es lokal ist, also ich sage immer so 3-4 Mal im Jahr ist es kein Problem, die Dosis, wie ich sie verwende, dort lokal hinzubringen. Aber es wird über Cortison natürlich immer viel Negatives berichtet, wenn man das dauerhaft als Tablette nimmt, macht es Osteoporosen, das diese typischen Mondgesichter und sowas, von denen immer berichtet wird. Diese Nebenwirkung hat man in den Einzeldosen, wenn ich die lokal da mit einer Injektion ans Steißbein bringe, nicht. Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viel davon haben Sie nicht, das haben wir ja gehört. Liebe Zuschauer, falls Sie noch Fragen haben, nutzen Sie jederzeit gerne die Kommentarfunktion. Das wird an den Professor Benditz gerne weitergeleitet. Und es gibt noch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Live-Talk hier im Klinikum Fichtelgebirge. Der ist nämlich am 15. Mai. Die Uhrzeit wird noch genau auf Facebook bekannt gegeben. Und dann kümmern wir uns ein klein wenig um unser Herz. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihnen eine schöne Zeit.